Das ist der FT5, ein 5 Zoll Freestyle Quad von T-Moto. Vorne mit einer KDX Rattel Kamera, Pacer 6S Motoren mit 1950 kV, was mir recht viel vorkam, aber der Quad lässt sich trotzdem sehr genau steuern. Innen sind starke 50 Ampere Bell-Heli 32 ESCs mit einem F4 FC. Hinten die Rushdunk FPV-Antenne mit dem Videosender. Obendrauf ein guter 6S GNB-Akku mit 1050 mAh. Das Frame ist sehr robust mit 5 mm einzeln austauschbaren Armen. Geliefert wird der FT5 mit einem Satz 5143 roten Propellern, einer Frame-Anleitung und als PNP, also ohne Empfänger. An dem FC kommt man leicht über den oben mit zwei Schrauben befestigten Deckel. Hier kann zum Beispiel ein FRSK XM Plus Empfänger an die R5 Schnittstelle angelötet werden oder wie hier ein Crossfire Empfänger an die R5 und D5 Pins. Den Crossfire Nano Empfänger habe ich hier hinten mit einem Kabelbinder befestigt. Hinten befindet sich eine Antennenhalterung. Das Deck ist gut befestigt, zusätzlich mit Muttern direkt unten an den Metallschrauben. So sitzt der FC sehr stabil und dank Vibrationsdämpfern ist er gut gegen das Zittern vom Frame und Motoren geschützt. Schade nur, dass hinten an dem Rushdunk-Videosender kein Mikrofon ist. Die Videoantenne ist gut flexibel und sollte jeden Stoß überleben. Die Antenne kann eingefahren werden. Die Pacer-Motoren sind Mittelklassenmotoren von T-Moto. Bei der HD-Version sind die besseren F60 Pro 4 eingebaut. Und bei dem günstigsten Modell für 4S-Akkus sind die günstigsten Einsteiger-Velox-Motoren eingebaut. Der FT5 wiegt 390 Gramm, mit dem 1050 mAh 6S-Akku 560 Gramm. Und mit einer GoPro Session 5 Kamera, also flugfertig, 667 Gramm. Den besten Akku finde ich den Tattoo Airline mit 1300 mAh, Version 3. Circa 40 Gramm mehr wiegt als der 1050 mAh Akku. Dafür bekommt man aber längere Flugzeit beim Gesamtgewicht von 707 Gramm. Und der Betterfly Konfigurator habe ich die Firmware von 4.11 auf 4.21. auf dem FC aktualisiert. Und der Port sind UART 5 mit dem Empfänger und Videosender auf UART 2 aktiv. Unter Konfiguration stelle ich den Empfänger bei mir auf Crossfire ein. Der FT5 hat keinen Buzzer, also ist das Motorpiepsen aktiv. Wobei ich aber nur RXZ für den Piepser aktiviere, sodass das Piepsen nur über die Funke einschaltbar ist. Unter PID-Einstellung habe ich die Betterfly-Standardwerte leicht angepasst. Hier habe ich P- und D-Verstärkung leicht von 1.0 auf 1.2 erhöht und die Steuerknüppel-Reaktionsverstärkung auf 1.4 erhöht. Das sind meine Rates. Ich setze hier bei niedrigen Drehzahlen eine sehr flache Kurve, sodass ich präzise mit langsam drehenden Propellern fliegen kann. Daher ist mein C-Expo nicht 0, sondern auf 0,3 für Roll und Pitch eingestellt. Unter Filter habe ich die Filterung von 1,5 auf 1,9 reduziert, weil der Quad mit den Motoren so gut und stabil fliegt. Kurzer Test und mein Crossfire-Empfänger funktioniert. Das ist meine Schalterbelegung. Schalter 1 ist für Motoren an und aus. Schalter 2 schaltet den Flugmodus von Angle auf Horizon und auf Acro. Schalter 3 ist auf Kanal 7 und schaltet das Piepsen der Motoren an oder bei Mittelstellung Flip-Over after Crash ein. Die OSD-Anzeige kann jeder individuell einstellen. Ich lasse mir hier gerne die Zellenspannung, RSSI und die Zeit anzeigen. Alles andere ist nur wegen diesem Video hier aktiv. Unter der VTX-Tabelle stelle ich noch meine Standard-Videofrequenz auf Raceband Kanal 6 ein mit 25 mW. Jetzt sollte man alles noch unter CLI mit dem Befehl Diff All ausgeben lassen und in eine Textdatei sichern. Die Einstellungen findet ihr auch auf meinem Copterheld-Blog. Der T-Motor FT5 fliegt fantastisch.
hat enorme Kraft dank den großen und starken 2306 Motoren. Beim Flug auf Sicht macht er schon super Spaß. Hier ist die Aufnahme von GoPro Session 5. Es ist schon recht spät, also sind die Aufnahmen etwas dunkel. Das Wetter heute ist aber fantastisch. 28 Grad bei untergehenden Sonne. Also der FD5 ist richtig schnell und fliegt sehr gut mit meinen Einstellungen. Das Videobild der KDX Raytail Kamera ist sehr gut, obwohl es draußen nicht mehr so hell ist. Der super gute Rushtank Videosender liefert tolles Bild bei nur 25 mW. Die 1950 kV schnell drehenden Motoren saugen aber schön an dem Akku. Trotzdem bin ich überrascht, dass die hohe KV-Zahl mich beim Langsamfliegen nicht stört. Hätte gedacht, dass der Quad dann nicht so gut kontrollierbar wäre. Aber alles klappt tadellos. Der FD5 Quad fliegt super präzise. Mir gefällt der T-Motor deutlich besser als der schon ältere Nazgul 5. Das Frame hat dickere Arme, ein besserer Videosender ist eingebaut, der F4 FC scheint auch sehr gut zu sein, obwohl ich hier lieber ein F7 FC hätte, der mehr Rechenleistung hat und mehr Schnittstellen anbietet. Das ESC's 50 Ampere Board ist aber richtig gut. Hier kann man direkt bidirektionales D-Shot und Betterfly aktivieren, was ja ab Betterfly 4.2 man auf jeden Fall tun sollte. Mit dem bidirektionalen D-Shot, also der RPM-Filterung, fliegt der Quad spürbar besser und der Betterfly 4.2. Ich bin von dem T-Motor FT5 Quad mit dem Pisa 6X Motoren begeistert. Ein super stabiles Frame, gute Kamera mit super guten Rushtank Videosender, gute ESCs. Ich finde hier keine Fehler. Schade nur, dass der Quad nicht gut unter Betterfly eingestellt war. Aber bei einem PNP-Quad, also ohne Empfänger, kann ich das noch gerade so gelten lassen. Also meine Kaufempfehlung für den 6S FD5 Quad. Wer noch 4S Akkus besitzt, der kann auch gerne auf die 4S Variante von T-Motor FD5 zugreifen, wo man nicht enttäuscht wird, auch wenn man etwas schlechtere Velox Motoren bekommt. Man wird aber den Unterschied, denke ich, nicht wirklich merken. Viel Spaß beim Fliegen!